Servus Leute, herzlich willkommen zum Vlog Nummer, keine Ahnung. Ist ja wurscht, am Samstag, den 6.6. Jo, wir haben Samstag, oder gesagt. Und es gibt was Neues bei den Schweinen. Heute früh war eine ehemalige Arbeitskollegin von mir da und die hat mir geholfen beim Ohrmarken einziehen. Ich selber habe es noch nicht gemacht und ja, muss sowieso zu zweit sein, weil eine muss halten und eine muss dann die Zangen bedienen und sie hat genau gewusst, wie es funktioniert. Hat es schon einige Male gemacht und wir müssen es gleich zeigen lassen. Und dann hat die Ohrmarken reingedrückt und ich habe die Schweinlack halten. Und ja, da haben wir sie. Die Suckeln haben die Ohrmarken links und die Eber haben die Ohrmarken rechts. Und die Daisy hat, ja, wie ausgemacht, eine. Ja, schön ist nicht. Also mir gefällt das mit den Ohrmarken nicht, aber muss halt, wie gesagt, sagen muss sagen. Hilft ja alles nichts. Charming Shot. Naja, so schaut die Sache auf jeden Fall jetzt aus. Ja, die haben jetzt gerade, ihr hört es im Hintergrund, der Rasenbulldog ist unterwegs, mein Bruder mäht gerade ein wenig groß. So dass die letzte noch durchgerängt. Wir haben aktuell im Ring, wir sind 112 Liter, also von gestern und von heute insgesamt 112 Liter. Hat sich schadenlich was getan und das Gros hat natürlich gesprießt wie sonst was. Das seht ihr da, also da hat er jetzt frisch gemäht. Und so, das war vor letzter Woche, glaube ich, oder letzter Woche? Letzter Woche, glaube ich, haben sie auch gemäht. Es hat schon wieder einen ganz schönen Schuss getan. Und deswegen hat er sich entschieden, eh mäht da. Ja, natürlich jetzt nicht der saubere Meer unter die Büschel und so, sondern nur die Laufwege, wo du da hast. Und das Gros, das verkommt bei uns auch nicht, sondern das kriegen dann die Viecher. Wir geben davor immer mal hinten die Kühe was, beziehungsweise auch die Pferde. Funktioniert wunderbar, machen wir jetzt schon ganzer Zeit lang. Die fressen es auch recht gern. Und immer an der alten Runde jetzt die Schweine. Weil wenn ich ihnen das gebe, dann spare ich mal an Futterarme und im Moment gibt es sowieso immer nicht so viel. Und außerdem, wenn genug Grünzeug da ist, warum sollen sie das da nicht fressen? Dann bietet sich das ganze Jahr und all der Äpfel sind keiner mehr da, die sind endgültig leer. Den Äpfelkeller muss ich jetzt aber noch sauber machen. Ja, meinem Eberinnerei habe ich was gebracht, der frisst da inner, weil der ist jetzt nicht mit draußen. Und die fressen nach Hause, weil die heute draußen sind. Ja, haben sie was da. Die Saubande. Frisch abgeschnittenes Gros schmeckt ihnen. Da haben sie was da. Da sind ja Blümla drin und Glies drin. Man ist halt durch eine Rosenbulldogger wegen klarkäckselt. Aber das schaut ja nichts. Dann ist es halt ein wenig klarkäckselt. Lieber so als gar nichts, ne? Und wie gesagt, man kann sich ja so auch anders Futter sparen. Ich habe jetzt auch die Hühner da einen Häufler her. Weil dann können auch die vielleicht arm oder her. Dann werde ich aber ein wenig weg müssen. Ja, und Hühner haben wir heute auch noch ein paar geholt. Kein neuer, sondern alter Hühner, 2 und 3 Jahre alt. Waren, ich glaube, 8 Henner und an Gege habe ich mir dazu. Ja, die sind inner weißer Hühner und an Maran Gege. Ja, die lassen sich jetzt natürlich nicht sehen. Die sind sehr beschäftigt mit den Stollen zu inspizieren. Sieht man nur meine alten Hühner, die wohl da sind. Die waren in der Wasserlache gepickt oder da oben groß. Ja, und die Schweinlein natürlich mittendrin. Ja, wir haben jetzt den Haufen gerade aus dem Rosenbulldog da hingeschüttet und ich wollte noch langer reingelangt und der war am Zaun dran. Lustig. Uiuiui, das tut weh. Ich vertrag das nicht. Ja, Strom macht auch. Strom macht richtig auch. Ja, trotz Henschig, weil ich gerade mein Futter aussortiert habe, aber das. Oh, das zündet neu. Jo. Ich habe Futter auch gerade sortiert. Mein Auto steht auch noch da. Und da bin ich jetzt gleich fertig. Dann richte ich mir den Ofen wieder für morgen. Morgen wird er wieder gebacken. Und dann
Ja. Sagen wir schon. Ja, und dann ist schon wieder Montagabend und morgen soll ein Video kommen am Dienstag und ich habe noch nicht mehr aufgenommen als die Schweinchen haben jetzt die Ohrmagen. Ja. es ist übers Wochenende nichts weiter passiert. Ihr wisst, ich back's nun noch. Und ich habe auch wieder gebacken und dann passiert da, ja, nicht weiblich, ich bin erst, da stößt früh um 5:45 auf. Und dann Ofen anschüren und herrichten und Teige herrichten und dann bis da drüber. Da fällt dann die Zeit noch was anderes aus der Fange. Ja, Samstag war ich mit meiner Mutter in, wenn das Kassel ist, Schauenstein, bei, also die Eckenhofen auf. Da habe ich noch 8 Hühner geholt, habe ich gesagt. Ja, und sonst ist eigentlich nicht irgendwas Sehenswertes passiert, wo ich sage, ja, das lohnt sich jetzt zu filmen. Ja, die Schweinler haben auf jeden Fall das Ohrmagen machen gut vertraut. Die fressen wieder, die wühlen wieder, die machen wieder. Die haben es eigentlich gleich vergessen, die Ohrmagen, die drin haben, die haben es dann eingesetzt und gleich wieder aus Futter noch fressen und ja, wie wenn nichts gewesen wäre. Die Daisy, wie gesagt, hat keiner. Die Daisy, da bin ich gefragt worden, wo die jetzt eigentlich nachgeht. Die Daisy geht auf die Nutztiereiche Sonntag in Hamm. Die haben auch einen YouTube-Kanal, der Tastensonntag und die Diana. Da könnt ihr mal gucken. Da geht die Daisy auf jeden Fall hin. Voraussichtlich vielleicht irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Muss man mal gucken, wie es halt dann am besten passt. Entweder unter der Woche oder mal aufs Wochenende. Ja, ja, Stinke. Ja, ja, Stinke. Hm, der Gruser. Oh, du bist mein Stinke. Mein Ewe mit seinen riesen Haue. Ja, ist ein ordentlicher Haue, hä? Aber meistens bist du lieb. Bau nicht immer alles auf, ne? Nein. Nein. So. Ja, der Hund bin ich fertig. Denen habe ich ja frische Eistreu rein. Und frisch Wasser. Da und da. Ja, die Glandis saufen zwar immer noch nach wie vor ab und an einmal Milch. Aber natürlich jetzt da mittlerweile Wasser. Weil die Milchtankstelle bei der Oma ist oftmals jetzt geschlossen. Die Oma legt sich so auf den Bauch, dass die Glande mehr nachkommen. Die hat ja recht. Die sind jetzt gleich 3 Monate alt. Am 19. wären sie genau 3 Monate. Abgabebereit. Ja, mal gucken, wie es jetzt dann läuft. Also zwar war ich auf jeden Fall gegangen nach Thüringen und Arne ist wahrscheinlich noch Bamberg runter. Die Daisy geht nach Hamm. Bleiben noch 4 übrig. Von dir 4 behalte ich an. Und ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß immer noch nicht, was ich behalte. Ich bin so am Überlegen, eventuell die dunkelbraune hat, oder? Aber mal schauen. Weiß ich nicht. Oder vielleicht einen kastrierten Eber. Keine Ahnung. Muss ich gucken. Irgendwie. Ne? Hier. Yeah. Okay. Dumm hat gesagt. Jawohl. Jo. Die haben jetzt gerade noch hier Futter gehabt. Also da ist jetzt dann auf jeden Fall Feierabend. Alles prima. Machen wir da die Tür zu. Jetzt kriegen wir die Wassergieße. So. Ne? Hier. Vögel. So, und da können wir mal schauen bei den Hühnern. Ich habe ja gesagt, sind auch noch ja hin. Ja, meine Hühnerschau. 32 Hühner und 2 Gege sind es. Der Anna Gege hockt da unten. Der junge Gege da oder, mit dem braunen vorne drauf, mit dem dunkelbraun. Also nicht die Henner, sondern hinter dem, wo jetzt gekackt worden ist. Da. Genau, so ein Maranhorn. Und mein alter Gege. Ja, 32 Hühner müssten es sein. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ne, habe ich mich sogar vertraut. 34, 34, ja, okay, ich habe mich vertraut. Eieiei, was habt ihr denn jetzt wieder gefunden? Also ihr seid mir welche. Ich wird jetzt da Ei vom Stängler runtergeschissen, oder was? Hallo? Geht's noch? Sauber. Das Ei sollst du in die Kisten legen, du dumme Nudel.
Ja, die weißen gerupften da, oder? Das sind alte Hähner. Die haben wir jetzt am Samstag noch geholt. Das sind zweijährige Hähner. Die sind halt, wie gesagt, ein wenig gerupft. Ja, die hat die Hähner, sozusagen kostet 2 Euro. Ich sag, das kann man mal riskieren, das Ding. Ich wollte ja eher mal ein paar ältere Hühner holen. Und das andere sind ja legereife Junghennen. Aber legereif ist natürlich wieder so eine Sache, weil die ja klein kribbelt oder die legen noch nichts. Ja, ne? Du gehörst nämlich zum Beispiel dazu. Ah, Hilfe, Panik! Oder die kann eine Schwanzfeder nicht holen. Das ist ein Grünlecher, irgendein spezieller Sorten, die hat keine richtigen Schwanzfedern. Naja, die Hühner halt. Ja, wie gesagt, da sind jetzt noch ein paar alte Hähner dazugekommen, wo ich mir dann erhoffe, dass er vielleicht noch ein wenig mehr Eier legen oder überhaupt einmal Eier legen. Aber schauen wir mal. Also ein Ei habe ich heute halt auf jeden Fall rausgeholt. Der Schreinholz. Ein Ei habe ich aus dem Stall raus. Und mehr wird es dann mit Sicherheit auch noch geben. Willi? Mal gucken, wo der Schlingel jetzt schon wieder neu ist. Dieses. Komm! Willi! Wenn er schon wieder stiften geht. Saubazi. Mal gucken, wo er wieder auftaucht. Ist er wieder bei den Nachbarn drüben? Finde ich nicht gut. Könnte durchaus sein. Saubazi. Willi! Stinker. Na, ich suche noch mal und wir sehen uns gleich wieder. Na, da ist ja weit Trottel wieder. Ja, der kam gerade von da unten rauf. Blutmann. Der, wenn ihr mich nicht hört, der ist immer noch im Flegel, Alter. Sabazi. Nicht hören wollen. Ja. Adele und Röller. Die haben auch Frischwasser. Und der Heu haben sie vorhin gekriegt. Ne? Sind sie schon gut aufgemümmelt. Ja, ein paar durch Regen. Und schon schaut der Hund das Stück wieder aus wie Sau. Das Übliche. Ja, deswegen soll ja da endlich einmal geblättelt werden, wenn dann einmal der Bagger irgendwann da ist. Kommt alles zu seiner Zeit. Jo, die hat sich auf jeden Fall prima eingelebt. Na, rala. Die Hund, ne? Ein hübscher. Und die Adele sowieso. Wie der Koja. Ja, da ist auf jeden Fall alles prima bei denen. Ja, du bist ein Depp. Du bist ein Riesendepp. Ein riesengroßer Depp. Ja. Autowagen, Kehrmaschinen. Ja, was gibt's denn noch zu sagen? Ach ja, fällt mir noch ein. Im letzten Video ist geschrieben worden, ich soll doch einmal die zwei Bulldoggen noch einmal zeigen. Die, wo uns da gar nicht können, die unten an der Halle stehen. Sind nicht unerer. Interessieren mich eigentlich auch herzlich wenig. Gebe ich ganz ehrlich zu. Die stehen oft einmal mittlerweile im Weg. Naja, so ist es halt. Das sind der 300er Hanomagdo und der RS09. Ja. Der hat einen kompletten Motorschaden drauf. Der hat einen kompletten Motorschaden drauf. Da hat der Besitzer jetzt seinen Motor aufgetrieben und den tut er, den will er aber zuerst gerichtet haben. Irgendwann. Keine Ahnung. Ja. Das sind auf jeden Fall die zwei Buckel. Noch einmal für denjenigen, den es interessiert. So. Damit habe ich Genüge getan und das war in diesem Video das allerletzte Mal, dass ich die Dinge zeige. Weil, wie gesagt, die gehen mich nichts an. Das sind nicht meiner. Und jetzt habt ihr es auch gesehen. Und wer das noch einmal sehen will, der schaut bitte schön das Video wieder an.
Der muss halt suchen. Ist mir egal. Ja, geringt wird es halt nicht mehr. Aber ich glaube, morgen soll es nochmal und übermorgen soll es nochmal ringen. Das heißt, Unkraut hacken ist im Moment ein wenig schlecht. Der Häufelfluch steht natürlich noch draußen. Kommt Zeit, kommt Rat. Irgendwie, irgendwann. Ja, Striegel natürlich dasselbe. Ich muss es erstrucken sein. Und nächste Woche wollte ich ja eigentlich mal heim machen. Als groß wächst auf jeden Fall schon mal richtig gut. Sieht man da. Naja. Das da unten ist ein komisch Grauzeug. Groß nicht. Aber oben hier muss auch Feuer und das wächst schon schön. Tja, jetzt ist bloß die Frage, wenn das die Wochen noch regnet, ist es nächste Woche der Boden noch recht feucht. Vielleicht verziehe ich das heute noch ein wenig weiter hinaus. Weil ich wollte eigentlich dann auf dem 14, 15 das Mähjahr anfangen, aber wenn nicht, schieben wir es noch eine Woche hinaus. Ich glaube, das wäre auch kein Drama. Mal gucken, sieht man schon. Ja, und dann gibt es noch eine Kleinigkeit zu zeigen. Das wird, glaube ich, die ganze Zeit noch nicht gezeigt. Der Vater hat vor einem Bekannten ein neuer Balkenmäher für uns gefunden. Das Ding, das war ja wahrscheinlich einmal im Auge gelegen oder so ähnlich. Wurde toll vergammelt. Das ist ein Agria 5400. Da steht das Ding. Ja, ihr seht schon, irgendwie fehlt da noch was. Wo ist der Rest von dem Balkenmäher? Ja, da ist kein Motor dran. Der originale Motor, da war Wasser drin, total kaputt. Und ja, der Motor, der wird jetzt umgebaut. Das ist ein Rodec-Motor, österreichischer Benzinmotor. Ja, Rodec. Das Ding, der soll da anflanscht werden. Da wird aber im Moment der Motorflansch dafür gebastelt. Der kommt nur hinten dann drauf und dann kommt der Motor da noch, weil das sonst nicht passt. Da war eigentlich ein Rodac-Motor drauf. Aber der war, wie gesagt, total schaden. Und den zu machen, also man hätte den Motor wieder machen können, aber auf einen knappen Tausender gekommen. Und das Motorlad, oder ich glaube, das hat jetzt für 100 Euro oder was gekriegt. Naja, da muss man nicht lange überlegen. Deswegen ist kein Rodac-Motor mehr drauf, sondern jetzt ein Rotec-Motor. Oder der kommt drauf und dann ist die Sache angegessen, dann funktioniert das auch. Jo, der genaue Typ, da steht's. Wen es interessiert. Also wie gesagt, das ist so eine neue Balkenmähe, den alten da mal weg. Wir haben ja einen alten Viking-Balkenmähe mit Kawasaki-Motor drauf. Der wird verkauft. Und dann haben wir ja noch von Holder den Balkenmähe und der kommt auch mit weg. Weil wir gesagt haben, wir haben zwei Stück stehen, benutzen das sowieso immer bloß an. Jetzt zählt man an, der hat ein wenig größerer Schnittbrett wie ein alter. Und dann auch die Möglichkeit, links und rechts noch ein Sportbrett nachzumachen, was uns auch ganz in die Küche kommt. Ja, kann am Hang schöner mehr. Hat Vorwärts- und Rückwärtsgang, was auch recht elegant gelöst ist. Also der kann über den Hebel da oben, zieht man auch ganz an, hat man einen Rückwärtsgang. Mittelstellung ist neutral, lässt man auch runter, ist es Vorwärtsgang. Also das ist ganz elegant gelöst, das Ganze. Ja, und das kommt uns eigentlich entgegen, weil wir haben ja doch ein bisschen Lachung unten an den Hecken entlang, wo es da muss. Und da immer dann den Balken mehr raufzahlen und so hätten wir dann einmal was, was ein wenig leichter geht. Der hat neue Reifen schon drauf gekriegt. Die alten haben zwar nicht schlecht ausgeschaut, haben aber auf der Innenseite einen Rissen gehabt. Deswegen ist ein neuer drauf gekommen. Dann Zweiganggetriebe hat er drauf. Du musst zum Messer einschalten. Das müsste eigentlich der Stoppschalter dann einmal sein, wenn mich nicht alles täuscht. Keine Ahnung. Das werden wir dann sehen, wenn es fertig ist. Irgendwie oder sowieso. Ich habe mich mit dem Ding noch nicht weiter auseinandergesetzt. Den baut mein Vater gerade wieder zusammen. Und das, wie gesagt, war ohne neue Balkenmähe. Und die anderen zwei sollen dann weg. Weil, was brauchst du mit dem Zeug? Fünffach, sechsfach, zehnfach? Das ist ein Quatsch. Jo, also werde ich euch auf dem Laufenden halten. Wenn das Ding einmal läuft, dann seht ihr ja bestimmt einmal im Einsatz. So lange wie es noch dauert, dauert es. Schwer ist das Ding. Also die Holmen sind schon putzig. Ich meine, jetzt fällt hinten auch der Motor, aber das Ding hat schon ordentlich Gewicht. Das da vorne ist halt alles Guss. Das ist schwer. Alles schön neu lackiert. Das alte Messer, also quasi die Teile, die hat er sonst gestrahlt und neu lackiert. Das Unterteil ist komplett neu gekommen. Das Messer ist komplett neu gekommen. Das war alles sowas von verrost, da hat sich nichts mehr bewegt.
hätte es da nicht mehr sauber gebracht, dass ich es jetzt vergessen können. Das Einzige, was unten neu ist, nicht neu ist, die alten Messerlade, die da drin sind, wo das auch noch da fällt, die hat er die alten genommen und hat es auch geschliffen, weil die wären auch schweineteuer gewesen. Und die konnte er auf der blauen Maschine schleifen und wieder einbauen. Ja, wie gesagt, keine schlechte Sache. Neuer Balken mehr. Ich bin mal gespannt, wenn das Ding dann läuft. So, ja, mehr gibt es dann aber definitiv haben wir nicht so. Und los! Na Willi, was sitzt? Willi, sitz! 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 Willi! Willi! Ach, vergiss es! Hören du da ja wie ein. Voll Trottel. Der macht nicht. Ich bin nicht konsequent genug, das weiß ich schon. Jo, da muss noch irgendwas umgebaut werden. So viel kann ich dazu noch sagen. Das Blech muss man drunter, wo der Motor draufsteht. Der Flansch hinten dran, der war da verlängert, weil da, wo der Motor angeflanscht ist, das ist alles so dünn. Das breche dann sofort weg. Das ist kein Materialsteig da. Deswegen, der war dann unten mit einer Platte verlängert, wo der Motor draufsteht. Und dann sollte dieses Ding auf jeden Fall auch wieder laufen. Aha. Das ist der neue Blon. Die Holzlage. Da hat mein Bruder jetzt einen Zettel rausgedruckt, dass man weiß, von wann was ist. Mai 2020. Februar 2020. Das ist da hinten. Mai 2020. Oh, das war's von 2018. Weiter neu. 2019. Ui, 2016. Uiuiui. Ui, ui. Ja, und noch eine ganze Holzlache. Hat mein Bruder noch einen Plan gemacht. Gut. Aber jetzt weiß ich, wie gesagt, trotzdem nichts mehr zu erzählen. Und bevor das Video jetzt unnötig in die Länge gezogen wird, für nichts und wieder nichts, machen wir jetzt dann Feierabend. Ich habe mir bloß gedacht, bevor wieder gar kein Video kommt, machen wir mal eins. Einfach wieder mit ein paar Infos für euch. Ja, und dann würde ich sagen, was das? Wir sehen uns demnächst wieder. Ich suche demnächst, weil ich nicht weiß, ob am Freitag eins kommt. Versprechen tue ich es nicht. Wie gesagt, es muss halt was gefilmt werden. Aber wenn ich Erben gehe, beziehungsweise wenn ich Brot backe oder so, passiert halt nicht viel. Und jeder Woche dann im Endeffekt das Brotbacken zu zeigen, ist auch irgendwann langweilig. Brauchen wir auch nicht machen. Auf dem Acker waren wir beim letzten Mal, da hat sich noch nicht wirklich was getan. Wasser waren es jetzt insgesamt 25 Liter. Konnte sich sehen lassen, ist in Ordnung. Und dann, wie gesagt, was das jetzt? Ich wünsche euch was, schöne Wochen an Werner hat. Schönen Feiertag, frohen Leichnam und bis zum nächsten Mal. Servus!